Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Es ist Donnerstagabend und für die Freunde der gepflegten Zahnästhetik ist das ja mittlerweile ein fester Dreh- und Angelpunkt. So auch heute wieder eine neue Folge und eigentlich heute eine Folge aus der Kategorie klein, aber fein. Aber ich zeige euch einfach mal direkt die Ausgangssituation der Patientin, wie sie uns hier in Herne besucht hat. So kam sie zu uns und ja, ich denke, man braucht jetzt nicht viel zu überlegen, was da jetzt der störende Punkt sein könnte. Die Patientin, ein junges Mädel, störte sich an der großen Lücke zwischen den beiden großen Schneidezähnen. Und ja, sie hat es ein bisschen so dargestellt, als wenn wir mehr oder weniger ihre letzte Hoffnung wären, weil sie eben schon bei vielen Zahnärzten war. Viele wollten sich nicht dran trauen, viele haben gesagt, es würde danach nicht gut aussehen. Und sie hat sich also bei uns dann vorgestellt und wir haben dann eigentlich mehrere Möglichkeiten besprochen, denn man kann jetzt auch diesen Fall wieder aus mehreren Perspektiven angehen. Man kann den Fall versuchen, kieferorthopädisch zu lösen, ist natürlich immer so ein bisschen kompromissbehaftet, weil wir wirklich nur eine große Lücke in der Front haben. Es ist jetzt nicht so, dass man insgesamt Lücken hätte, die man insgesamt noch schließen müsste, sondern es geht isoliert um die große Lücke vorne. Man hätte es mit Veneers schließen können, dieses Diastema. Hätte man eben dann von den Zähnen ein bisschen mehr Substanz opfern müssen mitunter. Hätte dann eine laborgefertigte Arbeit gehabt, hätte so die Lücke schließen können. Oder aber, und das war dann auch das, wozu sich die Patientin entschieden hat, man konnte das Ganze mit Composite lösen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir das Ganze gemacht haben. Denn hier seht ihr jetzt schon direkt das Nachherbild. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ihr euch die Vorher-Situation jetzt nochmal anschaut, die meisten Bedenken, die sie entgegengebracht bekam, bei anderen Zahnärzten auch schon, war die Tatsache, dass viele davon ausgegangen sind, dass eben die Zähne unnatürlich breit werden würden. Also wenn man die Zähne wirklich die Lücken schließt und das dann eben hier in diesem Bereich macht, durch Aufbauten an den Ecken, hatten viele so ein bisschen Angst, dass die Zähne einfach klobig oder zu breit werden und dass das dann eben im Gesamtverhältnis nicht mehr stimmig aussieht. Und das ist auch sicherlich ein guter Einwand, also das kann man auch vermuten, dass das so wäre. Aber, und das zeige ich euch gleich, was wir genau gemacht haben, wenn man das mit einer entsprechenden Technik macht, dann hat man die Chance, da eben so ein bisschen entgegenzuwirken. Und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal das Nachherbild und ihr seht jetzt eigentlich schon, naja, so breit sind die gar nicht, ne? Oder es ist jetzt zumindest, sieht nicht störend aus. Also man würde jetzt nicht denken, wenn man sich das so anschaut, oh, die hat aber irgendwie große Zähne oder sieht aus wie ein Hase. Was haben wir gemacht? Wir haben, und das ist eigentlich dann auch der Schlüssel mehr oder weniger zum Erfolg, dass man nicht versucht, isoliert hier diese Lücke in der Breite zu schließen, sondern dass man generell versucht, den Zahn ein bisschen nach vorne aufzubauen auch. Dadurch gewinnt man wieder zusätzlich Tiefe und das wirkt dann wieder sofort optisch ganz anders, als wenn man jetzt einfach nur plump versucht hätte, diese Lücke zu schließen, indem man die Zähne viel breiter macht. Das hätte nicht gut ausgesehen. Wenn man aber wirklich hier den Zahn auch im Volumen ein bisschen aufbaut, hier so nach vorne, dann kommt man automatisch in der Mitte zusammen und hat aber gleichzeitig diesen Effekt, dass eben Tiefe entsteht und dadurch wirkt der Zahn dann eben nicht zu breit, sondern im Verhältnis eigentlich stimmig. Ja, ansonsten gab es ja jetzt auch hier nichts zu korrigieren. Also die Farbe war gut der Zähne. Sie hat sowieso auch sehr, sehr schöne, sehr hier so transluzente Schneidekanten auch. Also man sieht so ein bisschen, da ist auch so ein bisschen Spiel in den Zähnen selbst. Und ich finde, das ist uns aber trotzdem auch mit dem Composite-Aufbau gut gelungen, das so ein bisschen nachzuahmen. Und so konnten wir dieser Patientin helfen, zu einem ästhetisch ansprechenden Ergebnis zu kommen. Also wie gesagt, es hätte mehrere Lösungsansätze gegeben. Wir hätten das Ganze kieferorthopädisch angehen können. Wir hätten es mit Veneers lösen können. Das war der Patientin aber ein Ticken too much, weil, wie gesagt, wir hätten dann eben auch ein bisschen was mehr eben beschleifen müssen. So musste ich die Zähne jetzt wirklich nur an den Stellen, wo wir aufgebaut haben, ein bisschen anrauen. Und so war das wirklich jetzt hier für die Patientin die minimalinvasivste Version, ihr Problem zu lösen. Ja, was sagt ihr? Also, habt ihr vielleicht auch eine Lücke? Ist das irgendwie interessant? Wäre das auch eine Behandlungsmöglichkeit für euch? Plagt ihr euch vielleicht schon seit längerem mit dem Gedanken rum? Irgendwie stört euch was, aber ihr traut euch nicht oder ihr wisst nicht genau, wem ihr euch da anvertrauen sollt, dass ihr das lösen könnt? Schreibt uns einfach mal in die Kommentare, lasst uns wissen
Und ja, wenn ihr es wollt, könnt ihr auch gerne mal eine E-Mail schreiben dann dazu, vielleicht auch mit einem Foto, sodass wir uns das Ganze dann mal für euch angucken können. Also, wie immer, auch nochmal der Aufruf, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wie immer freuen wir uns über Kommentare und ich sage bis zum nächsten Mal und dann heißt es wieder viel Spaß bei einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Bis dann!